Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem Video auf meinem Kanal. Leute, heute sage ich euch 5 Dinge, die bestimmt jeder Browser-Spieler heimlich gemacht hat. Und Leute, ich würde mal sagen, wir labern gar nicht mal so lange rum und wir fangen auf jeden Fall einfach mal direkt an. Platz Nummer 5 ist auf jeden Fall. Du bist bestimmt gerade im Besuch, also zu Besuch oder wie auch immer. Und du hast gerade nichts zu tun, dir ist langweilig. Du bist dann bestimmt einfach mal in Brawl Stars reingegangen und hast dann bestimmt einfach mal so eine Runde gespielt. Ich glaube, das hat bestimmt jeder gemacht. Wer das nicht gemacht hat, auf jeden Fall okay, sehr nice auf jeden Fall. Aber Leute, das müsste eigentlich jeder gemacht haben und wir kommen auch direkt zu Platz Nummer 4. Ihr seid gerade bestimmt auf die Toilette, macht irgendetwas, ihr habt gerade euer Handy dabei, ihr macht ein großes Geschäft. YouTube stellt das Video nicht ab 18. Ihr seid gerade so zum Beispiel auf die Toilette, ihr macht ein großes Geschäft. Euch ist langweilig, währenddessen geht ihr auch einfach mal in Brawl Stars rein und spielt einfach mal eine Runde oder so, wie auch immer. Und ja, auf jeden Fall. Platz Nummer 3. Ihr schreibt morgen eine Arbeit und du hast keinen Bock zu lernen. Du hast dann bestimmt einfach mal deinen Kumpel oder Freund, wie auch immer, angerufen, deinen Cousin. Und hast ihn gefragt, ob er in Brawl Stars online kommen kann. Und dann habt ihr bestimmt erstmal so viel im Runden wie möglich gespielt, bis ihr dann einfach gar nicht gelernt habt. Oder es haben bestimmt noch ein paar Leute auf jeden Fall noch für die Arbeit gelernt. Aber die meisten denke ich auf jeden Fall, dass sie noch nicht für die Arbeit dann gelernt haben. Auf jeden Fall. Ich würde mal sagen, Leute, wir kommen dann auf jeden Fall zu Punkt 3. Punkt Nummer 3 ist, ihr habt gerade Wochenende, eure Eltern sagen, ihr sollt ins Bett gehen, schlafen, wie auch immer, aber ihr habt halt einfach keinen Bock schlafen zu gehen. Und ich sag's euch, ihr seid dann bestimmt einfach noch wach geblieben und habt dann unter der Decke Brawl Stars gespielt. Das hab sogar ich voll oft gemacht, aber ich wurde öfters erwischt, deswegen, auf jeden Fall, deswegen gehört es aber trotzdem auch dazu. Ich glaube, das hat fast jeder Brawl Stars Spieler auf jeden Fall gemacht. Und Leute, wir kommen jetzt zu Platz Nummer 2. Platz Nummer 2, wie gesagt, auf jeden Fall, Leute, das hat bestimmt auch jeder Brawl Stars Spieler gemacht. Und zwar, ihr seid gerade in der Runde, ihr werdet gesandwiched, was macht ihr? Auf jeden Fall, ich glaube, zu 100% aller Menschen, die Brawl Stars spielen, haben zu 100% einmal in Brawl Stars beleidigt oder sind ausgerastet, haben ihr Handy weggeschmissen. Leute, bitte schmeißt euer Handy, wenn ihr schmeckt, kauft euch ein Kopfkissen. Oder ein Stresskissen, wie auch immer, aber schlagt einfach nicht euer Handy, das werdet ihr bereuen auf jeden Fall. Aber auf jeden Fall Platz Nummer 2, ihr seid bestimmt so oft im Brawl Stars ausgerastet, weil ihr immer gesandwiched werdet oder irgendeine Edgar auf euch draufgesprungen ist und euch angegriffen hat. Auf jeden Fall, Leute, das ist bestimmt auf jeden Fall, wie gesagt, jedem passiert. Jetzt kommen wir auf jeden Fall zu Platz Nummer 1. Platz Nummer 1 ist auf jeden Fall heimlich Gems kaufen. Und zwar, Leute, das hat bestimmt auf jeden Fall jeder Brawl Stars Spieler von euch gemacht. Es hat bestimmt jemand einmal, mindestens einmal heimlich Brawl Stars Gems aufgeladen und ist zum Beispiel in ein Geschäft gegangen, hat sich eine Google Play oder iTunes-Karte geholt oder hat mit PayPal von seinem Vater oder Mutter irgendwelche Gems aufgeladen. Leute, nebenbei hat ein kleiner Junge, der 7 Jahre alt ist, 2700 Gems aufgeladen. Leute, bitte macht sowas nicht, es geht einfach zu weit. 2700 Euro von der Kreditkarte abgezogen. Aber Leute, auf jeden Fall, es hat so 100% jeder von euch einmal heimlich Brawl Stars Gems aufgeladen. Wer das nicht gemacht hat, ist auf jeden Fall schon, ja, wie soll man sagen, schon krass, ne? Weil die meisten Menschen können nicht ohne Gems aushalten. Und ich bin halt auch so ein Typ, ich will immer diese Skins, diese geilen Skins im Shop haben. Ich gehe dann immer erstmal direkt so eine Karte holen oder wie auch immer. Oder schreibe einfach, ob ich PayPal oder so da. Aber Leute, auf jeden Fall, dann würde ich mal sagen, das war es auf jeden Fall auch mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne Like da. Abonnieren nicht vergessen, Leute. Wenn ihr mehr so welche Videos wollt, schreibt es gerne in die Kommentare, Leute. Und schreibt gerne im Kommentar, ob euch so welche Dinge passiert sind oder ob ihr so welche Dinge gemacht habt. Würde mich auf jeden Fall ganz schön interessieren, Leute. Schreibt es gerne mal im Chat. Ich würde mal sagen, ich beende jetzt auf jeden Fall das Video. Ich würde dann mal sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.